Willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons Part 22 oder 23, ich weiß es nicht mal, Leute. Ich vergesse es zurzeit schon mal. Es ist Mittwoch, der 18. Januar 23, 17.17 Uhr, hier auf Hey City. Oh, heute hat Morpheus Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Weiter mit den Neuesten von heute. Wir haben hier neu zusammen einen See, heißt mir Gustav, auf Hey City bekommen. Es freut mich immer sehr, neue Leute auf unserer Insel begrüßen zu dürfen. Und leider muss ich auch noch das folgende verkünden. Morgen verabschiedet uns wir uns auch auf Hey City von unseren Freundin Dörte. Es ist kein leichter Fallabschied, aber wir wünschen Ihnen Glück bei Ihren nächsten Abenteuern. Schaut heute nochmal für die letzten Gespräche bei vorbei und nehmt vielleicht das Spiel mit. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Tag. Genau, wir sind wieder in Animal Crossing. Mal schauen, was es heute so gibt. Morpheus hat Geburtstag, jemand Neues eingezogen, Gustav und viele andere Sachen, die wir noch zu erledigen haben. Und als erstes hier bei dem Briefkasten Golivare und Nook Inc. Ja, Nook Malen, gut geschrieben. Endlich bin ich mal wieder mit meiner Mannschaft vereint. Und ihren Süßwasserpiraten. Warte mal. Achso, geliebten Kapitän, wer diese Süßwasserpiraten sicher bald gekapert. Worden. Dann gebe ich dir von einem Beute ab. Wieder die Dings. Ah, ich habe gestern mal auf einer Insel, bei meiner Mutter auf der Insel. Und ja, beachtet das nicht. Beachtet das einfach mal nicht. So, genau. Also hier, wir gehen nochmal kurz zu Eugen und geben ihnen die Tiere, die ich gestern gefangen habe. Ich habe noch nicht zu viel gefangen, weil ich bis Sommer warten muss, also will. Genau, und dann so richtig viele Käfer fangen. Ich will zum Pardon. Eigentlich wollte ich das lieber vorlesen, ne? Weil, ja, es nervt ein bisschen. So, ich habe Mondfisch, einen Sandlaufkäfer, Wasserläufer, Nasenschrecke, ein Seepferdchen und ein Hai. Genau, das geben wir jetzt alles ab bei den guten Eugen. Und nochmal wird das nur sinnvoller. Gut, passt schon. Und dann wollen wir jetzt heute uns mal ein bisschen beschäftigen mit den Schwimmen, mit den Dings, mit den, wie heißt das? Badeanzug oder wie auch immer. Schwimmanzug, ich weiß es nicht, wie heißen die Dinger. Aber Leute, Toni ist da und schneit wieder. Ich hoffe, bald ist mal der Winter um. Hey, alles gut bei dir, Berli? Lass uns plaudern. Wenn andere langsam müde werden, lege ich erst richtig los, Berli. Habe ich irgendwas für dich? Ich glaube schon. Eigentlich kann ich nichts geben. Schade. Also ich habe wirklich gar nichts, was ich dir geben kann. Und ich habe mir noch ein paar Büsche gekauft gestern. Bei meiner Mutter noch. Rettungsring. Boah, ich weiß. Ich habe nichts, was ich geben kann. Hier hast du... Nein! Ich habe meine Axt gegeben! Nicht dein Ernst! Nee! Gib mir das zurück! Angelweste, super! Nein! Der muss doch nochmal kommen! Das war fies. Das war richtig fies. Wahre Freunde. Nein, wir sind keine Freunde. Wir sind keine Freunde mehr. Nee, Toni, wir sind keine Freunde mehr. Zieh aus. Zara mag ich jetzt viel mehr, ne? Wie läuft's bei dir, Wichi? Erzähl mal was. Seinen Tag durchzuplanen, vielleicht den Lebensstruktur, aber manchmal darf man auch ruhig spontan sein. So, gehen wir zum Nox Laden. Also, Part fängt schon mal super an. Ich bin kein Fan mehr von Toni. Ja, genau. Es wird auch sowas kommen. Alle Bewohnerreaktionen in einem Video. Und ich hoffe, ich werde auch... Okay, gehen wir mit. Dann mache ich das einfach mal so. Und ja, das wird dann irgendwann kommen. Wenn wir alle Bewohner haben, ne? Das wird cool. So, das ist Weg. Soll ich noch was kaufen? Ich weiß nicht. Nee. Tschüss. Vielleicht. Oh, die Axt. Wie kann man denn einfach die Axt verschenken? Oh. Stell dir mal vor, das wäre eine goldene Axt gewesen. Dann hat man schon sehr viel verschwendet. Also Gold verschwendet und ja, generell die Zeit verschwendet. So, Leute, ich wollte Golivar oder wie die heißt,
Gulliver! Wo ist mein Haus? Ich weiß nicht, wo mein Haus ist. Hier ist mein Haus. So. Er wird mein Haus vergrößert. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Bald auf jeden Fall. Gulliver. 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 Okay. So, hier. Geschenk. Und das ist ein Piratenfass. Legend. Gibt's bessere Sachen. Glaube ich zumindest. Zumindest. Wo packen wir das denn noch hin? Vielleicht hier? Ich glaube schon, dass es gut ist. Okay, wir packen das jetzt hier hin. Was für ist nicht genug Platz? Hier ist super viel Platz. Die ganze Insel. Ja, lassen wir so. Genau, hier habe ich noch eine Straße gemacht. Noch nicht ganz, aber hier. Hier ist eine Brücke, die ist nicht ganz so gerade. Das ist dumm. Kann man die wieder abreißen, die Brücke? Und bekommt man das Geld zurück? Okay, geht leider nicht. Schade. Da hätte ich die Brücke ein bisschen nach unten gemacht. Aber das ging eh nicht, ne? Weil die nicht so gerade war. Ja, irgendwie mache ich das schon. Irgendwie schaffe ich das. Vielleicht. Und ja. Im letzten Part haben wir für eine Rübe 501 Sternis bekommen. Und wir gehen gleich zu Morpheus. Wollte ich nochmal sagen? Erster Geburtstag. Hat noch jemand Geburtstag oder was? Ja, was ist hier los? Hier hat jeder einfach Geburtstag im Januar. Hallihallo, Viviane. Okay, Viviane. Heute hat Morpheus aber erstmal Geburtstag. Wir gehen jetzt zu Morpheus. Habe ich das Fossil mitgenommen? Ich glaube nicht, dass ich ein Fossil mitgenommen habe. Oder doch? Ich glaube schon. Wir gehen jetzt erstmal zu Morpheus und dann schenken wir. Ich glaube, ich habe einen Ball eingepackt. Ich wollte eigentlich. Da habe ich einen Ball da reingemacht. Ich wollte ihnen keinen Ball schenken, sondern. Was anderes, ja. So, wir gehen mal da rein. Ich hoffe, das ist nicht dabei gewesen. Wenn ja, dann, ja, das war nicht so gut. Das war wirklich nicht so gut. Günther, hast du eingeladen? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Hey, BentiX, danke, dass du zu meiner coolen Geburtstagsfeier gekommen bist, Schlummer. Kein Problem, aber warum hast du Günther eingeladen? Sie buchen, es gibt Geschenke. Es ist so toll. Geburtstag zu haben. Du hast auch ein Geschenk für mich. Na, logisch. Ja, hast du dein Geschenk? Oh, wow. Und so schön verpackt. Ist ja wohl drin? Ein... Oh, nein. Ich wollte das dir gar nicht schenken. Ich wollte dir eigentlich was anderes schenken. Ein Ball für mich? Woher hast du das gewusst? Dass ich mir sowas wünsche? Vielen Dank für das Geschenk. Was für ein toller Geburtstag, Schlimmer. Jetzt freut er sich nochmal mehr. Ja, Meilen! Das mache ich doch gerne. Bald haben wir die 20.000 Meilen. Und hier habe ich was erreicht. Gratulantenbonus. 10 Meilen muss man gratulieren. Boah, das dauert ja Jahre oder so. Okay. Irgendwann wird das schon gemacht. So, hast du mir noch was zu sagen? Es geht nichts über Geburtstage. Tolle Geschenke, lecker Kuchen, nette Freunde zu Besuch. Eigentlich sollte man öfter mal als nur einem Jahr Geburtstag feiern schon mal. Das stimmt, okay, das startet doch recht. Aus, an, aus, an, aus, an. Geh weg von mir, Günther, ich muss jetzt los. Tut mir leid. Musst du schon weiter? Danke, dass du zu meiner Geburtstagsfeier gekommen bist. Und danke für das Geschenk, Spitzengeburtstagsschlummer. Ja, ich, aber dass nur Günther da ist, ich glaube, Günther, ich weiß nicht. Egal, ich sag mal nichts mehr zu Günther. So, wir machen jetzt eine, was Cooles. Da möchte ich uns jetzt den Streifen-Tauchanzug an. Tauchanzug heißt das Ding. Okay, ich bin nie an den Namen gekommen. Ja. Dörte sieht ja bald aus, leider, leider. Eigentlich fand ich die okay. Okay? Also als erstes, nee, aber dann irgendwann ist okay. Kann man machen, aber würde ich jetzt nicht in meiner Insel behalten. Habe ich eigentlich eine Angel? Ich habe eine Angel. So, wir bauen aber jetzt keine Angel, sondern. Kann man davon springen? Ja! Oh. Okay, los geht's. Wir schwimmen jetzt durch das Meer und vielleicht finden wir was Gutes. Wie wär's mit irgendeinem Hummer? Hummer gibt es auf jeden Fall. Die sind ja teuer. Oh Mann, das scheint nichts Gutes zu sein. Das ist sehr langsam. Die langsamen Sachen sind immer am schlimmsten. Eine Nasenschrecke. Nacktkiemer. Okay, Nasen. Ich dachte, irgendwas mit Nase wäre das jetzt. Ja, aber leider nicht. Das heißt leider nicht. Nee, war nicht. Wir haben ja auch eine Perle gefunden. Habe ich die? Ich habe eine Perle? Die habe ich noch.
Aber scheint irgendwie mehr, im Winter nicht so viel abzugehen. Generell, die Tiere hier im Winter sind sehr begrenzt. Muss man wirklich sagen, leider. Aber, naja, ist halt Winter, ne? Und dass das Meer nicht einfriert. Warum sollte sich das... Ach, das ergibt keinen Sinn. Warum? Ich habe eine Frage, Leute. Warum friert also so ein Teich ein, aber kein Meer? Also natürlich, Meer ist halt riesig, aber... halt trotzdem irgendwie. Warum... Nie da ein Nacktkiemer? Euer Ernst? Okay, das war jetzt eine dumme Frage. Also ich meine, natürlich ist es klar, warum da kein Eis ist, aber trotzdem frage ich mich das immer noch. Warum... Egal, Leute, wir vergessen es. Und, das war's. Bitte kein Nacktkiemer. Ist auf jeden Fall was Schlechtes, weil es nicht schnell ist. Ist es wieder einer? Oder Seepocken? Oder, ja, das sind Seepocken. Oh. Aber Seepocken können wir ins Museum bringen. Ich habe die letzten leider verkauft. Also, ja, extra eigentlich. Ja, egal. Hier ist nichts. Leute. Also wirklich, Winter ist nicht so viel hier los. Wenn ich gleich irgendwas richtig Schnelles finde, dann... Ja, das dauert ein bisschen dauern. Das ist was Langsames. Und ja, oh, ist was Größeres. Das sind aber Kaba-Alge wahrscheinlich. So eine Seegurke ist das, glaube ich, oder? Sehr gut. Sehr schönes Tier. Aber ich hätte nichts gegeben, ja. Ich frage mich, was sind das für Tiere manchmal? Eine Seegurke habe ich noch nie gehört. Also doch gehört, aber noch nie gesehen. Oder sowas wie... Nacktkiemer. Also auch sagt mir was. Also ich kenne das von New Leaf, aber... So richtig? Sag mir, das habe ich noch nie gesehen. Habt ihr schon mal auf Google... Oder habt ihr schon mal gegoogelt? Seeengel? Dann könnt ihr mal sehen, wie Seeengel in echt aussehen. Also... Oh, wer das mal sehen möchte, googelt. Sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Aber ja. Warte, wer ist eigentlich heute auf meiner Insel? Ist überhaupt heute irgendjemand auf meiner Insel? So was wie ein Gerd oder halt so ein Tina. Tina sollte auch mal bald wiederkommen. Weil ich endlich den Laden haben möchte, Leute. Ich brauche den Laden. Und dann ist erstmal alles gut. So. Hallo, man kann ich ja nicht hören. Hä? Einfach eine unsichere Band. Wand. Sehr komisch. Wisst ihr, wie lange Winter ist in Animal Crossing? Ich glaube, bis März. Also, 1. März, dann ist der Winter weg. Ich glaube, das war so. Aber hier ist keiner. Gehen wir nochmal hier zum Service Center und da können wir dann gleich das Video beenden. FIFA kommt, kam ja zurzeitig mal leider so oft. Bald wird FIFA wieder öfter kommen. Ich sag's jetzt, ich sag's schon zum 10. Mal wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommt das erst, kommt das auch immer nie. Was kann ich nicht? Deutsch, ich kann kein Deutsch. Jetzt sollten wir die, ja, 20.000 Meilen haben. Und die haben wir jetzt. Guck mal, einlösen. Vielleicht ein cooler Zaun, der gut ist, den wir brauchen. Naja, also ich weiß es nicht. Geht besser. Look Shopping. Das ist eine besondere Waren. Eine Zypresse. Direkt mal zwei davon kaufen. Die sind gut. Und der Rest. Nepolinantana. Oder wie auch immer. Die Dinger sind nämlich voll teuer. Diese Megafon-Dinger. Keine Ahnung, was das ist. So, gehen wir mal zu der guten Melinda. Wenn ich immer noch einen Stern habe, okay. Ich spiele das noch nicht so lang und ich denke nicht, dass ich jetzt noch schon 2 Sterne habe, aber vielleicht, wenn die ehrenhaft ist, dann würden wir schon 2 Sterne geben. 2 Sterne! Das gibt's nicht, ne? Also eigentlich ist unsere Rense schon ganz schön beliebt. Die Frau lieben, die Leute finden uns immer besser. Da wäre auch noch was, das würde ich gerne direkt vorlesen. Kaputte Arbeit sollte man nicht, aber wenn du auf den Ruf der Insel gehst, musst du schon noch anklotzen. Mein Bruder nicht auf den Fall. Jeden Fall auf dich da. Wenn man nur Amaro fürs Kapiske. Kapiste oder wie auch immer. Nun, das war's. Ich höre immer wieder, dass unsere Insel mehr aufs Auge bieten. Was genau das heißt? Naja, simpel formuliert. Dekorieren müssen wir. Die ganze Insel mit schönen Sachen hingucken, verziert werden.
Unsere Insel ist ja nicht gerade klein. Da bräuchten wir ja schon ziemlich viele Stücke, um ganz zu variieren. Vielfalt zum Beispiel toll. Oder könntest über Nook Shopping, habe ich eben gemacht. Sachen kaufen. So oder so wirst diese Insel ganz sicher super schön dekoriert. Da bin ich total sicher. Und was auch noch wichtig ist. Viele Leute wunderten sich, wieso hier so viele Sachen kommen. Total chaotisch wäre das dann so. Was? Hä? Also, jetzt mal wirklich, Leute. Was ist an der Insel unordentlich? Also, ich weiß nichts, was hier da unordentlich ist. Also, es ist nichts unordentlich. Okay? Nichts ist unordentlich. Unordentlich. Schreibt es hinter deine Ohren. Warum sag ich das? Aber hier liegt wirklich nichts rum. Okay? Guck mal, hier, okay, ein Bienennest. Es ist aber Natur, okay? Es ist Natur. Hier liegt nichts rum. Nichts. Also, hier liegt ein Bienennest, okay? Das ist ja auch wieder Natur. Hier steht was rum. Das ist ein irgendein Ding. Hier, okay, eine Dose, ein Bienennest. Okay, die Dose ist vielleicht Umweltverschmutzung. Okay, das sehe ich ein. Eine Sache, die hier rumliegt. Ein Bienennest, okay, aber das... Würde ich als Natur zählen. Okay, Leute. Hier haben wir... Was ist das denn für ein Haus? Achso, das ist ja neu. Hier haben wir nichts. Also hier liegt wirklich nichts rum. Wer wohnt denn hier überhaupt? Wer wohnt denn da? Viviane, oder? Nee. Ja, habe ich nicht gerade Viviane da noch gesehen? Aber trotzdem, Melinda, da stimme ich dir nicht zu. Also ganz ehrlich, das Haus ist ja sehr interessant. Ist das Bambus? Also wenn ja, dann fand ich das cool. Aber wirklich, Melinda hat keine Ahnung. Also ich meine, die Leute natürlich, Melinda, Dame Gustav. Ich muss sagen, er hat so coole Neonfarben irgendwie. Hey, hallo, ich bin Ben Tixta. Ich bin jetzt hier hingezogen. Tolle Insel, ihr habt's recht. Ich freue mich ganz schön, wenn ich hier öffentlich werden. Wir haben eine dicke Freunde. Aber Trashway leider ist ausgepackt, wie ein Schnorrel. Genau, ich habe den auf einer meinen Insel getroffen. Dann habe ich ihn mitgenommen. Ich finde, der sieht ganz cool aus. Gibt noch schlimmere Bewohner wie Katrin, die häufigste Bewohnerin gefühlt. Oder Dörte. Jeder Dörte bestimmt. Oder Janine. Janine hat auch jeder. Hatte ich auch zweimal auf meiner Insel. Oder einmal, ich weiß nicht. Aber Leute, das war's mit dem Video. Wenn ihr wollt, ein Like und ein Abo da lassen. Und dann würde ich mal das Video beenden. Ciao.